sind. Vorsicht, die Blumen! Vorsicht! Vielen Dank, Herr Bundespräsident. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Riemer. Und Bastian Pastewka. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Vorladung, erste Zeugenvernehmung zum BSE-Skandal. Endlich, Ferrari verpflichtet neuen Mechaniker. Und Washington, Ehestreit bei den Clintons. Hillary fährt schwere Geschütze auf. Die Themen der Woche. Gestern wurde Peter Graf vom Mannheimer Landgericht wegen Steuerhinterziehung zu fast 4 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Wenn seine Revision keinen Erfolg hat, muss er in Kürze wieder ins Gefängnis. Seine Tochter Steffi verfolgte die Ereignisse am Fernsehgerät. Peter Graf muss wieder ins Gefängnis. Die Mannheimer Richter verurteilten ihn zu einer hohen Haftstrafe ohne Bewährung. Selbst merkte man die 16 Monate Untersuchungshaft deutlich an. Der geht aber ganz schön scharf ran. Ab sofort muss Steffi ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen. Also, 2 Tragetaschen einnehmen bedeutet gleichzeitig 1 Tragetasche abgeben. Ansonsten... Am Mittwoch erschien die deutsche Ausgabe der Autobiografie von Papst Johannes Paul II. Dies ist das erste Mal, dass ein Oberhaupt der katholischen Kirche seine Memoiren veröffentlicht. Zeitgleich bringt der Vatikan nun sogar ein eigenes Parfum auf den Markt. Wir schalten jetzt live rüber zu unserem Sensationsreporter Bastian Pastewka. Seit Monaten verfolgt er die Spur eines Mannes mit geheimer Identität. Nun scheint er ihn endlich gefunden zu haben. Bastian, wo bist du? Ich melde mich hier aus Santiago de Chile mit einer sensationellen Neuigkeit. In dieser Bar befindet sich ein Mann, den die Welt schon lange für tot hält. Die Älteren unter Ihnen werden ihn vielleicht noch kennen. Ich werde jetzt versuchen, mit dem Mann zu reden. Deutsches Bier, bitte. Guten Tag, ich bin Bastian Pastewka von der Wochenshow. Kennen wir Sie nicht von früher? Das kann nicht sein. Ich glaube aber schon. Drehen Sie sich mal bitte zur Kamera. Es ist zwar lange her, aber wir haben Sie nicht vergessen. Sie haben gewonnen. Ich bin es wirklich. Ich habe es doch gewusst. Unverkennbar Elvis Presley. Das war Bastian Pastewka, Santiago de Chile, für die Wochenshow. Dankeschön, Bastian Pastewka. In dieser Woche startete mit großem Werbeaufwand der Kinofilm Rossini. Für noch mehr Aufsehen sorgte allerdings die Neuverfilmung eines deutschen Kinoklassikers. Wir waren schon bei den Dreharbeiten dabei. Sehen Sie nun The Making of Der Wolf und die 7 Geißlein. Der Wolf und die 7 Geißlein, ein Meisterwerk der Filmgeschichte. Ein echter Blockbuster. Noch nie zuvor spielten so viele Hollywood-Stars gemeinsam in einem deutschen Film. 360 Millionen Dollar kostete die Arnold-Schwarzenegger-Produktion. Das
mit Abstand teuerste Projekt der deutschen Filmgeschichte. Kino der Superlative. Schon die Premiere am vergangenen Dienstag begeisterte. Eine ganz große Nummer, die man nicht jeden Abend und nicht jeden Dienstag sieht. I love it. I think he's fantastisch. Er spricht Deutsch. Perfekt. Na, seid ihr alle da? Ich hab euch eine lustige Geschichte zu erzählen. Big Kev, what's up, Luge-Meister? Als einziger Star ist Bruce Willis im Film nicht zu sehen. Er spricht den Raben, der die Rolle des Erzählers übernimmt. Alleine für Willis Sprachtrainer investierte Produzent Luge-Meister knappe 40.000 Mark. Ja, mein Freund ist gut. Ja. Gut drei Viertel der Produktionskosten von 360 Millionen Dollar verschlangen die Gagen. Okay, zuerst hatten wir Bruce Willis. Klar, dass Demi Moore dann kein Problem mehr war. Und Tom Hanks, der war einfach nur total geil auf seinen dritten Oscar. Ja, Moment mal. Hey, Finger weg von der Deko, ihr Schwuchteln! Der Wolf und die sieben Geißlein. Eine echte Herausforderung für die 23 Maskenbildner. Und mit Sicherheit eine weitere Oscar-Nominierung. Einige der Schauspieler waren täglich bis zu 16 Stunden in der Maske. Also Tom Hanks, ich sag nur Vollprofi. Pünktlich um 2:30 morgens ist er hier angetreten. Oder Demi Moore, der mussten wir ja eine Glatze schneiden, extra für die Rolle der Geißmutter. Es waren nicht die 40 Millionen Gage, die mir Luzmeister zugesteckt hat. Es war der subtile Charakter der alten Geist, der mich gereizt hat. Speed war für die damalige Zeit High Class. Machen wir uns nichts vor. Aber wozu ich die Jungs jetzt gebracht habe? 18 Highspeed-Kameras in verschiedenen Positionen, 14 Stuntmen, nur um Tom Hanks als Wolf zu dubeln. Allein 3 Wochen gedreht, nur an der Schussfahrt. Wir waren jeden Tag 22 Stunden am Set, was hier abläuft, für alles andere geschafft. Wenn man in Deutschland einen wirklich guten Film machen will, dann kommt man an der Wolf und die sieben Geistern wirklich nicht vorbei. Das kann man nicht einfach so hinrotzen. Ich sag immer, entweder man macht das Ganze 150%ig oder man kann es gleich bleiben lassen. Einer der Höhepunkte des Films ist natürlich die spektakuläre Tanzeinlage. Die Stars wurden dafür 8 Wochen lang von Choreografen der New York Dance Academy gedrillt. Der Wolf und die sieben Geißlein, das ist großes Hollywood-Kino, made in Germany. Philadelphia war okay. Forrest Gump war auch ganz nett. Aber wenn ich einen Oscar verdient habe, dann für der Wolf und die sieben Geißlein. Bestellen Sie jetzt telefonisch das fantastische 90-Minuten-Video The Making of The Wolf und die sieben Geißlein.